Der HSV hatte heute den SC Paderborn zu Gast im heimischen Volksparkstadion. Ein Gegner auf Augenhöhe. Und insofern muss man jetzt gucken, wer geht jetzt disziplinierter und schneller und besser aus der Pause in die zweite Halbzeit. Und das ist Paderborn! Das kann nicht wahr sein! 1:0 für den SC Paderborn! Nach 46 Minuten, ich krieg das Kotzen. Und da ist er wieder, der Abwehrfehler beim HSV. 35 Füße versuchen da reinzustecken. Keiner geht auf den Gegenspieler. Wirklich kein Mensch geht auf den Gegenspieler. Karabek nimmt Glatzel mit. Glatzel, Tor für den HSV. 1:1, Ausgleich, Bobby Glatzel. Was für ein geiles Tor, Mann! Paderborn jetzt im Ballbesitz auf der linken Seite. Hinten, also an der eigenen Box. Also von hinten. Da ist jetzt Paderborn gerade im Ballbesitz. Und gibt jetzt den Ballbesitz. Also spielt jetzt ein Pass zum eigenen Keeper. So, der HSV schafft das gar nicht, dagegen anzukommen gerade. Und jetzt kommt der Ball mal hoch rein. Vor den Strafraum von Matteo Raab, der rausläuft. Oh, ein großer Fehler von Matteo Raab. Und Tor für St. Paderborn! Ich bin irre hier! Das kann nicht wahr sein, Alter! Matteo Raab! Was ist eigentlich dein Scheißauftrag da? Ja, Mann! Ausgleich! 2:1! Davy Selke! Davy Selke! Mit dem Flugkopfball! Alter Schwede! Davy Selke! Ausgleich! Ja, Mann! Tor für den HSV! Wir müssen einen Siegtreffer zu erzielen, oder... Wie läuft's? Oh, hier, jetzt der HSV! Ja! Ja! Und nochmal! Ja! 3:2 für den HSV! Tor in der 90. Minute! Bobby Glatzel! 3:2! Ja, Mann! Und das ist hochverdient! Für den HSV! Beide Mannschaften haben sich nicht sehr viel geschenkt. Man hat den Gegner hoch angelaufen. Individuelle Fehler haben sie beide gemacht, der SC Paderborn sowie der HSV. Hinten beim HSV in der Abwehr mal wieder absolute Fehler, unfassbare Fehler. Aber der größte Fehler, muss man leider Gottes sagen, steht zwischen den Pfosten beim HSV. Matteo Raab konnte heute einfach nicht glänzen. Daniel Heuer-Fernandes, aktuell verletzungsbedingt ausgefallen, die eigentliche Nummer 1 beim HSV. Somit steht Matteo Raab zwischen den Pfosten und er hat auch echt wirklich sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Er war stets bemüht, da hinten irgendwie den Kasten freizuhalten. Aber mit einem eigentlich erweiterten wirklich Eigentor, ja, was er selber sich selber eingeleitet hat, ging eigentlich diese ganze Katastrophe los da hinten. Ja, also die Abwehr vor Matteo Raab steht ja auch nicht stabil. Ja, du müsstest da hinten tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, wenn Matteo Raab im Tor steht, eine Achterkette stellen. Ne? So, also nichts gegen den Bengel, ja, nichts Persönliches gegen den Bengel, aber er ist einfach leistungsbedingt, meiner Meinung nach, einfach nicht auf dem Niveau, in der zweiten Liga mithalten zu können. Sobald Matteo Raab im Tor ist, Daniel Fernandes ausfällt, ist der HSV einfach toranfällig. Und man hat es gesehen, ja, Matteo Raab kommt raus aus seinem Strafraum, läuft quasi auf den Gegenspieler zu, obwohl noch zwei eigene Abwehrspieler auf dem Weg zum Ball sind, sprintet er aus seinem Strafraum raus, wo er natürlich auch den Ball nicht mehr in die Hand nehmen darf, will ihn wegholzen und spielt eigentlich den Ball, Bilbia, in den Fuß, ja, der braucht dann irgendwie aus, ich glaube, zwischen 20 und 30 Metern den Ball nur über ihn rüberlupfen, nachher zum 2:1. Ja, beim 0:1 aus Sichtweise des HSV sah es hinten halt eben auch beschissen aus. Bastian Schonlaut steht hinten im Strafraum, als wenn er einen Schlaganfall hätte, guckt eigentlich nur zu, wie der Ball an ihm vorbeirollt. Ja, und Matteo Raab ist denn derjenige gewesen, der höchstwahrscheinlich, während er runtergegangen ist zum Ball und ihn halten wollte, hat er wohl irgendwie, keine Ahnung, eine Hirnblutung gekriegt. So, und ist dann halt eben so zu Boden gegangen, der Ball kullerte dann quasi ins Tor zum 0:1. Das war nach wieder Anpfiff der zweiten Halbzeit. Man ging ja mit 0:0 in die Hälfte, in die Halbzeitpause. Und dann ging es ja darum, wer kommt besser in die zweite Halbzeit? Eindeutig der SC Paderborn, weil man konnte, also es war auch Bilbia, der hat beide Tore erzielt für den SC Paderborn. Ehemaliger Hamburger im Übrigen, ne? Der konnte so durchmarschieren, ne? Durch die Abwehr. Bascho geht überhaupt nicht zum Ball, bleibt einfach teilnahmslos stehen, wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Ja, Matteo Raab geht so halbherzig runter,
Ja, streckt nicht mal den Arm richtig raus und der Ball kollert halt eben ins Tor. Zur 0-1-Führung für, oder zur 1-0-Führung für den SC Paderborn gegen den HSV. Da muss der HSV natürlich gegen anlaufen und dann kam man stark zurück. Ein paar Minuten später schlug es dann auf Seiten des SC Paderborn ein. Und nachher auch Davy Selke. Ja, also mal ganz ehrlich, Torkanone hier, Davy Selke. Ja, der hat nachher auch noch einen schönen Flugkopfball dahingelegt. Also, es sollte nicht mehr werden als ein 2-2 Unentschieden. Also, es war eine gerechte Punkteteilung. Aber, lieber Steffen Baumgart, lieber HSV, hinten in der Abwehr, ganz ehrlich, auf der Torwartposition, mitten in der Abwehr, genau da waren die Fehler begraben. Also, beide Mannschaften haben sich wirklich nichts geschenkt. Man hat sich gute Konter rausgespielt. Man hat den Gegner hoch angelaufen. Man hat den Gegner gut angelaufen. Es war eine Partie auf Augenhöhe. Und beim HSV lag der Fehler nicht vorne unbedingt, ja, wobei auch da wieder ganz viele hohe Bälle einfach rein, blind einfach in den Strafraum reingegeben werden, was dann alles irgendwie zum Chancentod wird. Einige kamen ja an, ne, wurden dann auch mal gefährlich irgendwie für die Paderborner, aber in der Regel muss man sagen, ist das Problem nicht unbedingt vorne, sondern wie so oft hinten beim HSV. Teilnahmslosigkeit in der Abwehr, ganz starke Fehler auf der Torwartposition, die einfach auch nicht leistungsgerecht, ja, also dieser Partie leistungsgerecht werden irgendwie, die müssen einfach abgestellt werden. Es ist ein Dauerthema beim HSV, man weiß es auch beim HSV, die Verantwortlichen wissen es beim HSV und man kriegt es einfach nicht hin, innerhalb von Jahren kriegt man es nicht hin, diese Fehler irgendwie zu beheben oder anzugehen. Das ist mir ein Rätsel, Leute. Ich weiß nicht. Habt ihr vielleicht irgendwie da ein Patentrezept oder sowas? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich brennend interessieren. Auf jeden Fall herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und natürlich nur der HSV ein Leben lang. Ist natürlich ganz klar. Gerechte Punkteteilung gegen Paderborn. Den Punkt nehme ich gerne mit. Ja, besser das als eine Heimniederlage. Schlussendlich muss man auch sagen, es schlug ja auch in der Nachspielzeit ein. Nochmal bei den Paderbornern. Bobby Glatzel brachte den Ball nochmal über die Linie. Kurzzeitig hieß es dann 3-2-Führung für den HSV, aber bei der Ballannahme hat Bobby Glatze den Ball an den Arm gekriegt und dann hat der VAR halt eben entschieden, Handspiel, insofern kein Tor. Also, alles beim Alten. Gegen Kaiserslautern kam man nicht über ein Unentschieden hinweg, ja, oder hinaus. Gegen Paderborn kam man auch nicht über ein Unentschieden hinaus. Was muss passieren beim HSV? Die Abwehrfehler müssen auf jeden Fall angegangen werden. Man muss mehr für die Abwehr tun. Ja, man muss auch mehr in der Abwehr tun. Ich bin auch der Meinung, dass man auf der Torwartposition ruhig mal das Urgestein Tom Mickel einfach mal einen Vorrang geben darf. Ja, die ewige Nummer 3 bei uns im Tor, wie man ja weiß, ganz selten in Szene gesetzt. Aber auch er hat schon Bundesliga gespielt und hat echt auch gute Spiele schon bestritten, der Tom Mickel. Ja, auch wenn er schon ein bisschen älter ist, glaube ich, wäre es ein Versuch wert. Oder Steffen Baumgart, was sagt ihr eigentlich dazu? Tom Mickel vielleicht mal eine Chance geben. Ich glaube, Matteo Raab, das wird mal ein ganz großer Torhüter, tatsächlich. Der hat auch unheimlich viel Potenzial. Leistungsbezogen, aktuell, einfach, auch mit diesen individuellen Fehlern, die er macht. Ob Nervosität hin oder her. Ferro ist weg, Raab geht ins Tor. Und das bedeutet beim HSV, wenn man sich die nackte Statistik anguckt, es schlägt ständig hinten ein. So, da muss man kein Fußball-Experte zu sein oder für sein, um zu verstehen, dass das nicht funktioniert. So, also kann man auch mal ruhig Tom Mickel, glaube ich, mal den Vorrang lassen und Raab einfach auch die Gelegenheit geben, vielleicht zu reifen, ja, mit der Mannschaft zu reifen, vielleicht auch in der U-Mannschaft zu reifen, wie auch immer, Spielpraxis halt eben auch zu erlangen, um dann halt eben auch als großer, guter Torwart zurück, vielleicht dann sogar auch in die Startelf zu kommen. Aktuell meine Meinung, meine persönliche Meinung, Matteo Raab nicht geeignet auf der Stammtorhüterposition beim HSV, die er halt eben auch in der letzten Saison ganz häufig oder ganz lange innehatte. Ja, Tim Walter hat ja damals da noch sein Unwesen getrieben und hat dann da auf der Position hin und her gewechselt. Ferro ist nachher auf jeden Fall wieder in den Kasten gekommen. Da ist wieder Stabilität da hinten eingetroffen oder eingetreten. Jetzt ist Ferro weg. Man stellt Matteo Raab wieder rein und beim HSV schlägt es hinten immer wieder ein. Lieber HSV, da müsst ihr ran, da müsst ihr was machen. Ansonsten lassen wir auf dem Weg zu unserem eigentlichen Ziel, ne, am Saisonende, lassen wir zu viele Punkte liegen, um überhaupt irgendwo mitzusprechen. Also, jetzt handeln, jetzt ändern. Eure Meinung in die Kommentare. Haut rein. Nur der HSV, ein Leben lang.